Ich persönlich bin Libanese, bin im Libanon geboren, bin dann als Flüchtlingskind 1976 nach Deutschland geflohen mit meiner Familie. Bin in Berlin groß geworden, bin dort zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe mein Studium absolviert, habe an der Freien Universität in Berlin studiert, habe quasi mein ganzes Berufsleben im Libanon verbracht und Entschuldigung, in Deutschland verbracht und bin dann durch eher einen, ich will nicht sagen einen Zufall, aber durch die Krise in Syrien, als ich mich selbst wiederentdeckt habe in ein paar Flüchtlingskindern, die es auf dem Weg über das Mittelmeer nach Europa gespült hat. 2012 kam dann der Impuls, wir müssen helfen. Das haben wir in Deutschland in der Schule und in unserer Gesellschaft gelernt, dass wir füreinander da sein müssen, wenn die Not es verlangt. Und so habe ich mich in einem NGO-Projekt 2012 engagiert, bin dann 2014 quasi über das NGO-Projekt in die Deutsche Botschaft gerutscht, habe dort als WZ-Referent gearbeitet für wirtschaftliche Zusammenarbeit und bin dann nach einigen Jahren dann zum Malteser International gewechselt und bin seit 2019 Berater des Staatspräsidenten des Libanon für internationale Zusammenarbeit. Und was ich sagen kann, ist, ich habe eine starke Bindung zu meiner Heimat, der Libanon, immer gehabt. Auch die Jahre in Deutschland waren nie so, als wenn ich mich komplett abgekapselt hätte von meiner Vergangenheit. Ich kenne das von vielen Freunden von mir, Libanesen, Iraner oder andere, die dann ganz bewusst entscheiden, die Vergangenheit ruhen zu lassen und ein komplett neues Leben als Deutscher oder Franzose oder Amerikaner zu leben. Und wir haben in der Zeit, in der wir in Deutschland gelebt haben, extrem immer versucht, den Kontakt zur Heimat aufrechtzuerhalten. Und so ist die Identität, die ich habe, im Libanese zu sein, letztlich nie abgeschnitten gewesen. Nichtsdestotrotz, und das erkennen Sie nicht nur wahrscheinlich an meiner Sprache, ich bin deutsch sozialisiert, ich bin in Deutschland zur Schule gegangen und habe dort studiert. Ich habe das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Herangehensweise, dieses deutsche, ich will nicht sagen Nüchternheit, aber das Sachliche in Deutschland gelernt und viele gute Dinge mit hierher gebracht und habe hier ein Leben mit einer Familie aufgebaut. Und so versuche ich quasi die zwei Welten, die ich in mir habe, zusammenzuführen. Auf der einen Seite im Libanon zu leben, aber meine Arbeit quasi mit der Gründlichkeit eines Deutschen zu bewältigen. Die Lage im Libanon ist nicht nur politisch sehr angespannt, sondern der Libanon hat quasi so eine Anhäufung von Krisen in den letzten 2, 3, 4 Jahren durchleben müssen. Die politische, innenpolitische Krisen, eine außenpolitische Krise. Wir haben zwei komplizierte Nachbarn mit Israel im Süden, mit den Syrern im Norden und Osten. Hinzu kommt eine Wirtschaftskrise, die sich aus der politischen Krise heraus entwickelt hat, eine Finanz- und Bankenkrise, die dazu kam. Dann kam Corona und dann kam auch noch die Explosion am Hafen. Und dann on top of it, quasi als wenn das alles nicht schon genug wäre, hat der Libanon seit circa 10 Jahren mit der syrischen Flüchtlingskrise zu kämpfen. Und irgendwann waren das einfach zu viele Krisen, sodass die Situation im Land quasi implodiert ist. Die Menschen auf die Straße gegangen sind im Oktober 2019 und gesagt haben, wir wollen das alles nicht mehr, wir können nicht mehr. Es sind die Politiker, das politische Establishment im Libanon hat sich zu viele Fehler geleistet, zersetzt durch Korruption, durch Missmanagement und externe Anbindungen an regionale Kräfte, hat die Stabilität des Landes auseinanderbrechen lassen, sodass die Menschen irgendwann behauptet haben, sie wollen unter den Umständen, in denen sie bisher gelebt haben, seit quasi 2092, seit Ende des Bürgerkrieges, nicht mehr wollen.
Seit dem Oktober 2019 ist dann die libanesische Landeswährung in sich zusammengebrochen und wir haben heute, also wenn Sie sich vorstellen, Ihr Geld ist dann irgendwann nichts mehr wert. Ein Normalverdienender, der im Oktober 2019 rund 1.000 Dollar zum Leben hatte, hat heute davon nur noch 50 Dollar übrig. Die Kaufkraft hat extrem gelitten, die Mittelschicht ist quasi in sich zusammengebrochen, wenn die Leute nichts mehr zu essen und zu trinken kaufen können. Dazu hat dann durch die Pleite des Staates dann auch noch das Land aufgehört, die Basisdienstleistung für seine Bevölkerung anzubieten. Es gibt kaum noch Strom, kaum Wasser, das Abwassersystem ist kollabiert, Sicherheitskräfte können nicht mehr zur Arbeit gelangen, weil die Benzinpreise zu hoch sind. Eine Kettenreaktion an Krisenumständen, die das Leben im Libanon extrem schwer machen. Wie viele libanesische Familien musste relativ in kurzer Zeit alternative Behausungen gefunden werden. Menschen suchen Jobs, hochqualifizierte Ärzte müssen plötzlich irgendwelche anderen Arbeiten übernehmen oder zusätzliche Arbeiten übernehmen, einfach nur um irgendwie Geld zu generieren, um hier über die Runden zu kommen. Und du selber sagst, das ist dieses religiöse, konfessionelle System ist zugleich Segen und Fluch. Und da würde ich gerne, das wäre schön, wenn du uns auch noch mal ein bisschen dieses System einerseits erklären könntest und vielleicht schon mal mit hineinnehmen könntest in diese Überlegung, warum ist es zugleich Segen, aber auch ein Fluch? Der Libanon hat 18 verschiedene Religionsgemeinschaften. Christen und Muslime sämtlicher Couleur. Dazu gehört auch die jüdische Gemeinde des Libanon, wird zu den 18 Religionsgemeinschaften hinzugezählt. Wenngleich es nur noch ein paar hundert libanesische Juden im Libanon noch gibt. Der Rest ist in der Hauptsache in die Vereinigten Staaten bzw. nach Frankreich ausgewandert. Und dieses Tableau dieser 18 Religionsgemeinschaften ist in der Region einzigartig. Es gibt kein weiteres Land, das so eine Vielfalt, so eine religiöse Vielfalt bietet. Das ist im Grundgesetz des Libanon verankert. Es gibt nach dem Bürgerkrieg die Gesetzgebung, wo festgelegt ist, dass 50% der Abgeordneten im Parlament Muslime und 50% Christen sind. Es gibt eine paritätische Aufteilung im gesamten Staatsgefüge des Libanon immer 50-50. Und dann innerhalb der 50% Muslime gibt es dann Schlüssel für Sunniten, Schiiten, Drusen, Alawiten etc. Auf der anderen Seite bei den Christen sind es die Maroniten, die dem Katholizismus am nächsten stehen, dann gibt es die griechisch-orthodoxen, die Melkiten und so weiter und so fort. Das teilt sich dann in die verschiedenen Stufen des Staatsgebildes, je nach konfessioneller Zugehörigkeit auf. Und so zieht sich das Ganze durch, diese Parität, wie gesagt, nicht nur durch alle Staatsstufen, sondern auch in der im Geschäftsgebaren, im Militär, die legalen Systeme im Libanon, Richter müssen paritätisch besetzt werden, 50% Muslime, 50% Christen etc. Das ist auf der einen Seite ein Segen, weil wir dadurch die christliche Minderheit des Orients schützen, ihnen eine gewisse Präsenz garantieren können. Auf der anderen Seite ist es ein Fluch, weil die Konfessionszugehörigkeit quasi das beste Mittel ist, um Menschen zu beeinflussen, Klientelismus aufzubauen, sektiererischen Klientelismus, rote Linien zu ziehen. Ganz akutes Beispiel, wir haben einen sehr umstrittenen Zentralbankgouverneur, der nachweislich in 7 europäischen Ländern wegen diverser Vergehen gesucht oder angeklagt wird. Im Libanon kann er nicht verurteilt werden, weil sich der libanesische maronitische Patriarch vor ihn stellt und sagt, der Zentralbankgouverneur ist Maronit und deswegen einer der höchsten politischen Ämter des Landes, rote Linie, und quasi kann in der Form die Gerichtsbarkeit nicht an den Zentralbankgouverneur heran. Und das ist nur ein Beispiel von vielen anderen Beispielen von korrupten Politikern, die von ihren eigenen Religionsgemeinschaften beschützt werden und so quasi nicht belangt werden können für viele Dinge, die sie dem Libanon angetan haben.
da der Staat aber nicht so viel Geld besitzt und auch nicht die Möglichkeiten, weder die Expertise noch die technischen Möglichkeiten, diese Service anzubieten, stellt man in den Staatshaushalt jedes Jahr eine gewisse Summe für NGOs, für Non-Governmental, für Nichtregierungsorganisationen zur Verfügung, wohlgemerkt libanesische Organisationen, die sich für eine solche Arbeit qualifizieren. Und die bekommen Geld vom Staat, damit sie eben diese Arbeiten oder diese Basisdienstleistungen, die der Staat selbst nicht ausführen kann, übernehmen können. Und das hat relativ gut funktioniert, sagen wir es mal so. Im Libanon gibt es eine sehr bunte buntes Zivilgesellschaftstableau, auch politisch sehr aktiv ist. Und das ist, glaube ich, auch einzigartig im gesamten Nahen Osten, wenn man guckt, wie schwierig Nichtregierungsorganisationen es in Ägypten, in Jordanien, in Syrien sowieso oder in anderen Ländern haben. Also die Rolle der Zivilgesellschaft war schon immer sehr produktiv und sehr konstruktiv. Nach der Revolution, die du benannt hast, im Oktober 2019, hat sich diese Rolle etwas gewandelt. Der Groll auf den Staat ist explodiert mit dem Hafen. Die Wut der Menschen wurde so groß, dass die meisten dann irgendwann gesagt haben, wir glauben an den Staat nicht mehr, sodass dann die Rolle der Zivilgesellschaft nicht nur erhöht, sondern teilweise sogar überhöht wurde. Es wurden Gelder herangeschafft aus dem Ausland von vielen Geberländern oder von internationalen Organisationen und haben quasi die Zivilgesellschaft an die Stelle des Staates gestellt und haben ihnen den Auftrag erteilt, irgendwie Basisdienstleistungen wie Essen, Trinken, Dach über dem Kopf etc. etc. Und das ist so ein bisschen die Gefahr an der Geschichte, dass der Staat, der sowieso schon sehr labil war, plötzlich wegbricht, dass im Libanon diese konfessionelle Stabilität irgendwann in Gefahr gerät und am Ende des Tages in solchen Situationen immer derjenige so eine Schlacht gewinnt, ich nenne es Schlacht in Anführungsstrichen, den man eigentlich nicht in dieser Position haben will. Und vor dieser Situation stehen wir gerade. Eine überhöhte, starke Zivilgesellschaft und ich sage es jetzt provokativ, vom Westen gefördert. Auf der anderen Seite ein labiles Staatskonstrukt. Und dahinter verstecken sich dann Milizen, die hier bewaffnet sind, die jederzeit irgendwie sowohl die einen als auch die anderen, die einen Zivilgesellschaft, den anderen den Staat überrollen können und selbst die Macht an sich reißen können. Und wie sowas aussieht, haben wir gerade in Afghanistan sehr deutlich zu sehen bekommen. Sie haben alle Politiker als zur Mafia zugehörig beschrieben. Liegt dann nicht die einzige Hoffnung auf der Zivilgesellschaft, die Sie aber als überhöht beschreiben? Gruppen wie Beirut Maidanati, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, und andere, die durchaus alternative Modelle haben. Das finde ich eine interessante Frage. Finde ich eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Ja, in der Tat. Also es gibt etwas, was wir in den letzten 2 Jahren seit der Revolution gelernt haben, weil durch meine Arbeit an der Deutschen Botschaft kenne ich fast alle wichtigen Zivilgesellschaftsgruppen. Ich habe sie teilweise mit gefördert, habe viele Seminare mit ihnen an einem Tisch gesessen, zugehört, mitgeschrieben, aufmerksam. Es gibt in der Tat auf der Zivilgesellschaftsseite sehr viele kompetente Leute. Mittlerweile hat es aber auch einen Negativeffekt erzielt, dass sich viele politische Parteien sich in die Zivilgesellschaft haben, nach der Revolution haben eingenistet. Und häufig erkennen wir dann plötzlich Leute, die in der und der und der politischen Partei eine Funktion hatten, die dann da irgendwie ausgestiegen oder abgemeldet wurden und sich in Zivilgesellschaftsgruppen hineininfiltriert haben und jetzt quasi das vermeintliche Gesicht der Zivilgesellschaft sind oder behaupten, es zu sein. Die Formel bedeutet, nicht alle auf Regierungsseite sind schlecht und nicht alle auf Zivilgesellschaftsseite sind gut. Das ist so ein bisschen unser Slogan, das, was wir aus 2 Jahren Erfahrung mit der Situation gelernt haben. Und die Kunst ist es, bei Maidanati ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass da sitzen in der Tat die meisten von denen, die ich persönlich kenne,
extrem kompetente Leute, denen ich zutrauen würde, einen neuen Libanon aufzubauen. Und es gibt auf Regierungsseite bzw. auf dem Establishment-Seite einzelne Figuren, die genug Professionalität besitzen und genug Glaubwürdigkeit besitzen. Und der Merge zwischen den beiden, Zivilgesellschaft auf der einen Seite und die wirklich kompetenten und glaubwürdigen Leute auf Regierungsseite, zu einem neuen Konzept zusammenzubringen. Aber lassen Sie mich da ganz kurz noch mal eine Klammer machen. Es geht, glaube ich, in erster Linie darum, dass wir als Libanesen irgendwann erkennen müssen, dass dass der soziale Vertrag der Vergangenheit nicht mehr gültig ist. Die sektiererische Aufteilung des Landes muss irgendwann in einen zivilen Staat umgewandelt werden. Das ist die einzige Chance, um überhaupt einen neuen Libanon nach vorne zu bringen. Sonst werden wir immer wieder mit den Warlords und mit der Mafia und so weiter leben müssen, die sich einen sektierischen Schutzwall um sich herum gebildet haben. Und um diesen aufzubrechen, brauchen wir einen zivilen Staat. Und der zivile Staat kann nur erreicht werden, indem wir einen neuen sozialen Vertrag machen. Das heißt, der Libanon braucht eine neue Gesetzgebung. Mhm. Ne? Ein Schritt zurück, kurzfristig Reformen, mittelfristig über Wahlen, über verschiedene Programme versuchen, den Libanon aus der Krise rauszuholen. Langfristig braucht der Libanon eine neue Gesetzgebung und einen neuen sozialen Vertrag mit der Aufhebung der Konfessionalität und der Eröffnung eines säkularen zivilen Staates. Gehört dann dazu auch eine neue Volkszählung? Die letzte war, schreibt Ingrid Rumpf, 1937, ich glaube ein bisschen später, aber das wirst du besser wissen. Halbe Aufteilung stimmt schließlich nicht im Entferntesten mehr, schreibt Frau Rumpf. Würde das dann also mit dazugehören? Und vielleicht kannst du dann auch gleich damit einbauen, nochmal die Frage nach einer neuen Volkszählung, was wäre dann mit der Situation der Christen und Christinnen im Land? Sehr valide Frage und vielen Dank dafür. Ja, in der Tat, die letzte Volkszählung im Libanon wurde 1927 gemacht und nicht erst 37, glaube ich. Anyway, egal ob 27 oder 37. Lange her. Lange her. Und ich habe da eine ganz persönliche Meinung dazu. Ja, es ist wichtig, eine Volkszählung zu machen, aber wenn es nur darum geht, dass der muslimischen Mehrheit, die ohnehin schon existiert, zu suggerieren, dass ihr tatsächlich eine Mehrheit seid und dieses 50-50-Proports aufzubrechen, dafür braucht man einen Zensus nicht zu tun. Es ist eine Realität, dass im Libanon, im heutigen Libanon, circa 70-65% der Bevölkerung Muslime sind und 30-35% Christen. Aber seit 1927 oder gehen wir noch nur von der Gründung des Staates Libanon aus, sagen wir 1947. Seitdem ist die christliche Diaspora im Ausland enorm zugewachsen. Christen fliehen aus dem Libanon konstant. Das kann man in den letzten Jahrzehnten beobachten, wie die christliche Bevölkerung mehr und mehr aus dem Libanon herauszieht und sich ansässig wird in Lateinamerika, Nordamerika, in Australien, Europa, Westafrika, überall auf der Welt. Und wenn man da eine Zählung machen will, um tatsächlich herauszufinden, wie viele christliche Libanesen es gibt, und so muss die Frage lauten, und nicht, wie viele Christen leben im Libanon, dann kommen wir auf eine ganz andere Zahl als 50-50 wahrscheinlich. Da würde ich eher vermuten, wir bekommen eine Mehrheit für die Christen, weil im Libanon wohnen mittlerweile nachgewiesene 10 bis 15 Millionen Auslandslibanesen außerhalb des Libanon. Davon ist die Mehrheit Christen. Ja, deswegen ist diese Frage so ein bisschen heikel. Wenn wir das auf die libanesische Bevölkerung im Libanon lebend reduzieren würden, ja, 65-35, 70-30, erweitern wir den Kreis, aber auf die libanesische Diaspora kommt eine ganz andere Zahl bei raus. Was wäre der Grund, das auf die Diaspora mit auszuweiten? Also weil die Leute aus dem Libanon geflohen sind wegen der vielen Kriege. Ja, das sind ja nicht, dass die Leute freiwillig hier weggegangen sind, sondern es gab ja riesige Diaspora-Wellen, die einmal schon im 19. Jahrhundert begonnen haben, durch
Pogrome wie zur Zeit der Jungtürken, wie diverse andere Kriege zwischen Drusen und Muslimen während des Bürgerkrieges, als man aus christlicher Sicht hier quasi in den christlichen Gebieten massakriert wurde und so weiter und so fort. Ne? Es gibt immer so ein paar, zwei Sichtweisen der Dinge. Ich versuche das jetzt mal aus der Sicht der Christen so ein bisschen deutlich zu machen, ohne das in irgendeiner Form werten zu wollen. Mhm. Ja, und deswegen macht es Sinn, zu gucken, wie viele Christen sind denn seit 1915 unfreiwillig aus dem Land gegangen und wo leben sie und wie ist der Bezug zur Heimat? Laut libanesischem Recht hätten sie sofort Zugang zur libanesischen Staatsbürgerschaft etc. Mhm, ja. Also das ist auch noch eine interessante, Herr Naujoks fragte auch noch nach der Abwanderung von Fachkräften. Das hast du ja quasi jetzt auch mit beantwortet. Auch gut ausgebildeten Libanesen und Libanesinnen, fragte er. Für mich würde jetzt nochmal in diesem Gesprächsgang auch die Frage dazu gehören, inwiefern gestalten denn Auslandslibanesen das Land mit? Die Auslandslibanesen sind nicht nur, ich sage jetzt mal, ein familiärer, ein emotionaler Faktor, aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Ich weiß das von meiner Familie oder von vielen Freunden und Bekannten, dass die Auslandslibanesen im Jahr Geld, Unterstützung schon immer, gar nicht erst seit der Krise, durch die Krise vielleicht etwas mehr, aber vorher schon regelmäßig Geld in den Libanon überwiesen haben. Und die Zahl, die kolportiert wird, liegt zwischen 7 und 9 Milliarden US-Dollar im Jahr, die Auslandslibanesen für ihre Familien oder aus welchen anderen Gründen auch immer in den Libanon überweisen. Und das ist bei einem kleinen Land wie der Libanon, der einen Haushalt hat von 20, 25 Milliarden im Jahr, ist das ein Drittel. Das ist sehr, sehr viel Geld und macht einen riesigen Wirtschaftsfaktor aus. Und das ist auch vielleicht einer der Geheimnisse des Libanon, warum das Land noch nicht in sich zusammengebrochen ist, weil noch so viele Hilfen aus dem Ausland, von den vielen Auslandslibanesen noch in den Libanon gespült werden. Was vom libanesischen Staat noch übrig ist, die globale, ich sage jetzt mal, Kommandostruktur, Staatspräsident, Premierminister, Regierung, Parlament, die ganzen Ministerien und die jeweiligen Mandate und Aufträge, das existiert zwar noch, aber hängt am seidenen Faden. Wenn ein Staat pleite ist und keine Basisdienstleistung mehr anbieten kann, wenn die Benzinpreise innerhalb von ein paar Monaten um 1000% steigen, die Menschen nicht mehr zur Arbeit kommen können, Soldaten ihren Job, Polizisten nicht mehr den Verkehr regeln können, etc., etc., dann ist das normalerweise ein Rezept für einen Bürgerkrieg. Ja? Vor allem in dieser Region. Und wir wissen im Libanon sehr, sehr gut, wie sowas ausgehen kann und wie sowas aussieht und wie schmerzhaft das Ganze ist. Deswegen gibt es keine Alternative zu diesem Staat. Ja? Und das, was wir als allererstes, ich meine, ich bin in diesen ganzen Verhandlungsteams dabei, wo es darum geht, mit dem Internationalen Währungsfonds ein Programm aufzugleisen zur Rettung des Libanon, die ganzen Schuldenumstrukturierungen etc. etc. Das klingt auf dem Papier alles wunderbar, aber es wird in erster Linie von dem politischen Establishment des Landes verhindert, aus vielerlei Gründen. Ich habe vorhin den Zentralbankgouverneur genannt. Es gibt Leute, die seit 1992, nein, noch viel früher, wenn wir jetzt genau mal analysieren, Wer ist denn heute noch an der Macht? Das sind Leute, die schon in den 70er Jahren Warlords waren und teilweise noch immer sind, Milizenführer. Die wurden dann quasi nach dem Ende des Bürgerkrieges 92 mit einem Regierungsauftrag beschenkt, statt bestraft zu werden. Und das ist eins der größten Probleme, das wir im Libanon heute haben. Es muss eine völlig neue Politstruktur her, die aber nicht passieren kann, solange diese Leute noch den Libanon mit all ihrer Korruption, mit all ihren krummen Geschäften und mit all ihrem Milizendenken und mit dieser sektierischen Herangehensweise, solange diese Leute noch da sind, kann es keine Reform und keinen neuen Libanon geben. Und genau da stehen wir heute. Und ich kann
Das Drama an der Geschichte ist, wir können das als Libanesen nicht selbst machen. Wir haben es 2019 probiert, uns vom Establishment, von der Mafia, von den Warlords zu trennen. Aber das Establishment war viel stärker letztlich als das Volk. Und so stehen wir heute ein paar Monate vor den Parlamentswahlen, wahrscheinlich mit dem gleichen Wahlergebnis wie 2018, mit ein paar kleinen Änderungen hier und kleinen Änderungen dort. Also bleiben wir noch mal einmal ganz kurz bei den Kräften, die das verhindern, aus deiner Sicht. Wir haben ja auch es gibt ja unterschiedliche Sichten darauf und verschiedene Analysen darauf, welche Kräfte das verhindern. Du hast vorhin schon bewaffnete Milizen genannt. Dazu gehört so aus unserer deutschen Sicht auch die Hisbollah als eine der bewaffneten Gruppen. Ist das die Kraft, die politische Veränderung verhindert? Das ist eine schwere Frage, aber letztlich müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich habe da eine ganz spezielle Meinung dazu. Ja, die Hisbollah ist eine Miliz, aber die Hisbollah ist eine politische Partei. Das musst du vielleicht noch mal ganz kurz auch erklären, dass eben wirklich im Libanon es eben diese beiden, also es, ja, das überlasse ich lieber dir, das zu erklären. Völlig richtig. Ja. Also die Hisbollah ist nicht nur eine Miliz, in deinen Worten gesprochen, sondern die Hisbollah ist vor allem eine politische Partei. Bei den letzten Wahlen 2000, und zwar eine politische Partei, die seit 1992 im Parlament sitzt, nicht erst seit ein paar Jahren, vor ein paar Jahren von den Iranern einfach so erfunden wurde, sondern das ist eine Partei mit militärischem Arm, die seit 1992 im libanesischen Parlament sitzt, die seit 1992 diverse Minister in fast allen Regierungen der letzten 25 Jahre, oder wie viele Jahre sind es? 30 Jahre. 30 Jahre gestellt hat. Und bei den letzten Wahlen, nur mal so ein kleines Beispiel zu geben, dass man das mit dem Wort Milizen ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Bei den Wahlen 2018 hat die Hisbollah von allen Parteien die meisten Stimmen gesammelt, über das ganze Land verteilt. Ja? In unserem Wahlsystem gibt es eine Erststimme und eine Zweitstimme und die Hisbollah hat mit fast 500.000 Preferential Votes, mit Erststimmen, die meisten Stimmen aller Parteien geholt. Hat im Parlament 13 Abgeordnete und sitzt jetzt mit zwei Ministern in der jetzigen Regierung. Hinzu kommt, dass die Hisbollah seit der Gesetzgebung von 1992 quasi von der libanesischen Regierung einen Widerstandsauftrag bekommen hat. Die Hisbollah ist keine Miliz, die sich seit 1992 hinstellt und sagt, wir machen jetzt hier iranische Politik, sondern es gibt einen Staatsauftrag. Und dieser Staatsauftrag ist seit 1992 in jeder Regierungserklärung wiederzufinden. Das Recht auf Widerstand gegen den südlichen Nachbarn, gegen Israel, weil wir uns mit Israel seit 1947 im Krieg befinden und seit bis heute kein Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern unterschrieben ist. Und hier möchte ich bitte eine kleine Klammer machen. Alles, was ich hier zu diesem Thema Israel sage, hat in keinster Weise irgendetwas mit Antisemitismus zu tun, sondern es ist hier eine Kritik gegen israelische Tagespolitik. Und bitte das als solche zu verstehen. Ich bin in Deutschland sozialisiert worden. Mir ist der Holocaust sehr bewusst, von klein auf sehr bewusst beigebracht worden, wie schlimm die Zeit von 33 bis 45 war. Ich will das nur einmal klar machen, dass ich hier in keinster Weise antisemitische Parolen von mir geben möchte. Und wenn ich Kritik übe, dann rein auf die israelische Tagespolitik von heute. Wenn Sie denn im Libanon wohnen würden, würden Sie die fast täglichen Überflieger der israelischen Kampfjets sehen. Israel hat libanesischen Boden besetzt. Es gibt eine UNO-Resolution seit 2006, die heißt 1701. Israel verletzt diese UNO-Resolution im Schnitt im Jahr 3500 Mal, während die libanesische Seite diese UNO-Resolution im Höchstfall ein- bis zweimal
verletzt und dann wird daraus ein großes Drama gemacht. Ich will das nur gesagt haben, damit wir die Rolle der Hisbollah, die wir aus der westlichen Sicht immer sehr, sehr besonders betrachten, in das richtige Licht drücken. Ich will hier auch nicht als Anwalt der Hisbollah dastehen, um Gottes Willen, ja, sondern ich will das nur versuchen, sachlich darzustellen, was die Hisbollah im Libanon für eine Rolle spielt. Sie hat eine militärische Rolle, die ist ihr vom Staat aufgetragen worden und sie spielt eine politische Rolle. Ob diese konstruktiv oder destruktiv ist, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber die Miliz, die Partei Hisbollah, existiert nicht erst seit ein paar Jahren, sondern die gibt es seit 1992 in der Form, in der sie heute existiert. Und jetzt nochmal zur Frage, welche Kräfte eine Veränderung verhindern. Du hast Korruption genannt. Das kann man sich, glaube ich, natürlich eben in den Tiefen kann man das nicht so nachvollziehen. Aber welche Kräfte sind das? Ist das dieses konfessionelle System, dieses Denken in bestimmten Gruppen? Was verhindert im Land die Möglichkeit, wirtschaftlich und politisch sich zu verändern? Korruption kennt keine Religion. Korruption ist ein Geschäftsmodell. Ja, wir kennen das aus der Zeit, wo in Italien die Mafia sehr aktiv war. Im Libanon versteckt sich quasi die Mafia hinter der eigenen Konfessionsgruppe. Das macht sie so unantastbar. Und wenn die Mafia, das Establishment, wie auch immer man diese Leute nennen will, irgendwann erkennen, dass ihr Geschäft in Gefahr ist, dann verhindern sie natürlich alles das, was ihnen da in den Weg gestellt wird. Und dann, genau da stehen wir heute. Wir versuchen, das gesamte politische System zu verändern. Wir versuchen, den Libanon zu retten und die Mafia sitzt das einfach aus. Alle Reformprozesse, und Sie können das sehen, im Parlament sind ja alle großen Parteien beteiligt. Und wir kriegen weder im Parlament noch in der Regierung die Reformgesetze durch, die der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und die Internationale Gebergemeinschaft von uns verlangen. Wir kriegen sie einfach nicht durch, weil die Mafia aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen immer wieder neue Gründe findet, neue Wege findet, um das zu verhindern. Und hier lassen Sie mich noch mal eine kleine Klammer machen. Das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Die libanesische Bevölkerung ist gegen diese Truppe hilflos. Deswegen braucht der Libanon ausländische Hilfe. Und diese ausländische Hilfe kann nur kommen, indem man uns hilft, diese Mafia loszuwerden. Und diese Mafia loszuwerden ist aus unserer Sicht relativ einfach. Diese Leute haben ihr ganzes Geld in den USA, in der Schweiz, in Deutschland, in Holland, in Italien, Spanien und so weiter, in Liechtenstein und Luxemburg. Wenn die internationale Gemeinschaft dem Libanon wirklich helfen will, dann müssen sie auf den Knopf in den jeweiligen Banken drücken und den Leuten ihre Gelder einfrieren. Denn dieses Geld, was diese Leute besitzen, ist illegal erworben worden, beziehungsweise noch illegaler nach 2019, wo wir alle normalen Libanesen keine 100 Dollar mehr von der Bank abheben konnten, haben die Herrschaften Milliarden, die Rede ist von 21 Milliarden US-Dollar, die nach 2019, nach dem Bank-Lockdown, noch aus dem Libanon geschafft wurden. Und bis heute gegen diese hohen Geldtransaktionen aus dem Libanon auf ausländische Banken sonst wohin raus. Und nur da mit dieser Maßnahme der Mafia das Handwerk zu legen, das Geldhandwerk, die Konten einzufrieren, nur damit kann man sie tatsächlich ausschalten. Alle anderen Möglichkeiten, sie innenpolitisch zu auch mit einem Krieg, das würde alles nichts nützen. Die würden immer irgendwie versuchen, sich aus der Situation herauszuwinden. Die einzige Chance ist, diese Mafia zu bekämpfen, indem man ihnen den Geldhahn zudreht. Also der Libanon hatte von ursprünglich 135 Milliarden US-Dollar Reserven bis dato 12 Milliarden noch übrig. Rechnet man die Goldreserven des Libanon hinzu, die sich an dem Tagespreis des Goldpreises, an dem Tagessatz des Goldpreises orientieren, kommen wir auf ca. 30 Millionen, 25 bis 30 Milliarden US-Dollar. Das sind so die Reserven, die noch dem Libanon bleiben. Mit diesem Geld muss der Libanon aber, muss die Zentralbank zum Beispiel Dieselöl bzw.
Treibstoff für die ganzen Stromkraftwerke und Wasser und das Allernötigste bezahlen. Und die Zentralbank hat irgendwann gesagt, wir können nicht mehr. In dem Moment, wo wir unter den Mindestsatz der Fremdwährungsreserven drunter gehen, koppelt uns das SWIFT-Programm, das internationale SWIFT-Programm, beziehungsweise die ganzen Korrespondenzbanken weg. Und das heißt, der Libanon würde komplett isoliert vom SWIFT leben müssen. Das wäre dann die absolute Katastrophe. Damit wäre quasi der totale Staatsbankrott und die Isolation des Libanon besiegelt. Deswegen stehen wir jetzt genau an der Stelle, wo der Libanon diesen Reformprozess zulassen muss. Das ist eine der Grundbedingungen des IMF, dass ohne den Reformprozess und das Reformpaket, was im Grunde schon niedergeschrieben ist, es muss einfach nur durch die Instanzen durchgewunken werden und ratifiziert werden. Ohne dieses Reformpaket gibt es keine Schuldenumstrukturierung. Ohne Schuldenumstrukturierung gibt es kein neues Geld, weder vom Internationalen Währungsfonds noch von der Weltbank noch von den großen Gebern dieser Welt. So, und das versucht jetzt das Establishment, ohne das Wort Mafia jetzt nochmal in den Mund zu nehmen, das Establishment so lange in die Länge zu ziehen, bis die Krise, bis die Währungsreform quasi, bis die Inflation die Schulden aufgefressen hat. In den Diskussionen mit dem IMF ist das ein durchaus probates Mittel, das hat es in anderen Ländern schon gegeben. Krisen durch Inflation, Schulden durch Inflation tilgen. Denn in dem Moment, wo die Staatsschulden irgendwann 100 Milliarden sind, bei der Inflation sind es plötzlich nur noch 10 Milliarden. Und das kann man dann in einem nicht strukturierten, aber organisierten Mechanismus über 10, 15 Jahre lang hinausschieben und ist dann irgendwann nach 20 Jahren schuldenfrei. Ja? Und das wollen wir verhindern, weil das würde ja bedeuten, dass das Establishment, das wir ja alle loswerden wollen, ja, weiterhin im Amt bleibt und quasi den Libanon in dieser Situation gefangen hält und erpresst. Also erstmal muss der Impuls ja vom Libanon kommen. Das muss einen offiziellen Antrag geben. Wenn aber das Establishment diesen Prozess gar nicht lostritt, dann ist es schwer fürs Ausland. Dazu komme ich gleich nochmal. Es gäbe eine Möglichkeit, aber das ist schwer fürs Ausland unter internationalem Recht aktiv zu werden. Es gab solche Fälle in der Vergangenheit, da gibt es das berühmte Philippinen-Beispiel, wo die Gelder der Familie Aquino, glaube ich, ich will da keine falschen Namen nennen, lange Jahre in der Schweiz eingefroren wurden. Und nach einem langen Prozess, über 20 Jahre lang, hat es, glaube ich, gedauert, bis die ganzen Gelder freigeeist werden konnten. Es gibt Präzedenzfälle dazu, aber heute gibt es ganz andere Mittel. Zum Beispiel die Amerikaner haben sowas wie die Sanktionsmethoden, den CSIS Act oder den Magnitsky Act, wo sie Geschäftsleute, Politiker, wie auch immer geartet, einfach sanktionieren können. Mit der Sanktion eines Politikers schließt man automatisch alle seine internationalen Konten. Es muss eigentlich der politische Wille da sein des Westens, vor allem der Amerikaner, eben genau diese Leute auszuschalten. Und dann wäre es ein leichtes, mit der Sanktion unter dem Magnitsky-Akt, wie es zum Beispiel viele Iraner oder Nordkorea oder es gibt eine ganze Latte von, glaube ich, 500 oder 600 Persönlichkeiten überall auf der Welt, Zentralbanken sind darunter, die vom Magnitsky-Akt der Amerikaner betroffen sind. Und in dem Moment, wo der Magnitsky-Akt zuschlägt, werden automatisch alle Gelder eingefroren und alle Konten geblockt bzw. gelöscht. Und das wäre der Kick-off für einen legalen Prozess, um die ganzen Gelder zurückholen zu können. Das Thema Bildung ist im Libanon ein Sonderthema. Alle großen französischen christlichen Universitäten und Klosterschulen, Nonnenschulen, die es im 18., 17., 18., 19. Jahrhundert gegeben hat, haben fast alle Outlets im Libanon. Der Bildungsgrad im Libanon, darüber sind sich, glaube ich, alle Experten einig, ist traditionell sehr, sehr hoch. Nur um ein kleines Beispiel zu geben, wenn man im Libanon ein französisches Abitur macht, kann man ohne Extraprüfung direkt in das französische Hochschulsystem aufgenommen werden. So hoch ist hier das Bildungsniveau, und das libanesische Baccalaureat ist, glaube ich, relativ
weltberühmt. Libanesische Studenten werden in den internationalen Universitäten sehr gerne aufgenommen und auch später häufig finden sie in den jeweiligen Arbeitsbereichen eine Anstellung. Das Problem, das wir im Libanon hatten, ist, dass wir ein eher staatsungebundenes Privatsystem aufgebaut haben, sodass die staatliche Bildung in den letzten 20 bis 30 Jahren extrem gelitten hat und eine Kurve nach unten genommen hat und die private Bildung, die privaten Schulen einen riesigen Run bekommen haben, weil die Privatschulen mit Geld eben sich auf dem internationalen Markt Lehrer kaufen konnten, sich Lizenzen von englischen, französischen, amerikanischen Schulen kaufen konnten etc. pp. Deswegen ist dieses ganze Konstrukt gerade in dieser Zeit, wo 20% der libanesischen Schüler auf eine Staatsschule gehen und 80% der Libanesen auf eine private Schule, durch die Krise in schweres Ungleichgewicht gekommen, die sich keine Privatschulen mehr leisten können, schicken ihre Kinder auf die staatlichen Schulen, weil die bei weitem viel preiswerter sind und die staatlichen Schulen sind komplett überfüllt. Zum Glück, sage ich jetzt, zum Glück haben wir Online-Schulung, sodass wir nicht in überfüllten Klassen sitzen müssen, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Möglichkeiten, iPads oder sonst irgendwas zu benutzen. Die Krise, die Wirtschaftskrise hat den Bildungssektor im Libanon mit am härtesten getroffen. Ich weiß aus meinem direkten Bekanntenkreis, dass wir circa 20 Schulen in den christlichen Gebieten, das war immer so die Region, wo die Schulen am meisten besucht waren und am besten besucht waren, schließen mussten, weil sie den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten konnten. Also die Wirtschaftskrise trifft das Bildungssystem des Libanon extrem hart. Ja? Und es gibt viele Initiativen des Staatspräsidenten und anderen Politikern des Landes, ohne da jemanden besonders hervorheben zu wollen, die international bei der französischen Regierung, die irgendwie in dem Bildungssektor seit Jahrzehnten fördert, weil er sehr, vor allem in den christlichen Gebieten, sehr an dem französischen, alten französischen System angebunden ist, mit enormen Geldern versucht, das Grundgerüst der libanesischen Bildung, das Lycée, das Baccalauréat aufrechtzuerhalten. Wie lange das gut geht, weiß bis heute keiner. Also ich seh das an der Schule meiner Kinder, einer ursprünglichen französischen Nonnenschule, Sainte-Famille Française nennt sie sich, die im Nahen Osten vier Schulen haben, zwei im Libanon, eine in Jordanien, eine in Ägypten. Wir müssen mit Händen und Füßen spenden, monatlich versuchen, mit die Miete zu bezahlen, die Lehrer zu bezahlen, damit der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und das ist ein Zustand, der auf Dauer nicht zu halten ist. Dazu kommt, und da wird es nochmal richtig gefährlich, dass wir im Libanon 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge haben, wo die Hälfte dieser Flüchtlinge circa 700 bis 800.000 unter 18 Jahre alt sind. Wir haben mit viel Geld aus Deutschland und von der internationalen Gemeinschaft auf den staatlichen Schulen versucht, einen Nachmittagsbetrieb für syrische Flüchtlinge aufzubauen mit einem reduzierten Kolloquium, das in den Hochzeiten es geschafft hat, 300.000 syrische Flüchtlinge im Nachmittag in den Libanon eine gewisse Schulbildung, eine Ausbildung mit auf den Weg zu geben. Das steht jetzt alles auf der Kippe. A, weil die Geber nicht mehr genügend Geld haben, B, die Schulen das nicht mehr wuppen können. Das heißt, wir haben nicht nur eine libanesische Bildungskrise und eine humanitäre Krise, sondern wir haben sie auch für 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Und lassen Sie mich hier nochmal eine Klammer machen zum Thema Flüchtlinge. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Sie. Der Libanon hat 3,5 bis 4 Millionen Einwohner. Von den 4 Millionen sind circa 300.000 bis 400.000Palästinenser. Palästinenser aus Syrien kommen dazu, irakische Flüchtlinge, Flüchtlinge aus Somalia. Wir haben im Libanon circa 2 Millionen Flüchtlinge. Das ist ungefähr die Hälfte der libanesischen Bevölkerung. Sie müssen sich das mal in den Zahlen, was das bedeuten würde für andere Länder. Stellen Sie sich vor, in Deutschland würden plötzlich 40 Millionen Franzosen über die Grenze kommen und versuchen, irgendwie bei ihnen unterzukommen. In so einer ähnlichen Situation befindet sich der Libanon seit 2012. Und die internationale Gemeinschaft
die zwar sehr viel dafür getan hat, die UN, die internationale NGO-Gemeinschaft etc. pp., haben sehr viel Geld gesammelt, aber das ist bei weitem nicht genug, um 1,5 Millionen Menschen essen, trinken, ein Dach über dem Kopf, einen halbwegs Zugang zur Bildung, zu Gesundheit, medizinischer Betreuung und so weiter und so fort zu ergeben. Und das kommt noch zu diesen ganzen Krisen, die der Libanon ohnehin schon zu bewältigen hat, oben noch dazu. Und dass es hier noch keinen internen Bürgerkrieg zwischen Syrer und Libanesen gegeben hat, das ist sowieso ein Weltwunder. Zu der Zahl der Flüchtlinge gehören ja auch eine relativ große Anzahl von palästinensischen Flüchtlingen, die teilweise jetzt in der vierten Generation im Libanon sind und in der vierten Generation auch immer noch einen Flüchtlingsstatus haben. Das heißt, du hast es auch gerade, konnte man jetzt raushören, gesagt, also für Flüchtlinge gibt es dann ein Nachmittagsangebot von Schulen, eben kein staatliches, reguläres, sage ich mal, kein reguläres Angebot, sondern quasi ein Extra-Angebot. Das gilt für die palästinensischen Flüchtlinge in der vierten Generation auch. Das ist sicherlich jetzt auch nochmal interessant, nochmal in diese Situation hinein von dir zu hören. Wie ist die Situation der palästinensischen Flüchtlinge eben in der vierten Generation als Flüchtlinge? Ja, also die Situation der palästinensischen Flüchtlinge ist nochmal eine andere als die der syrischen Flüchtlinge. Die Syrer hätten im bestenfalls, wenn es in ihrem Land irgendwann mal Frieden geben sollte, was wir alle hoffen, ein Land, wo sie zurückgehen könnten. Das haben die palästinensischen Flüchtlinge nicht. Sie haben hier im Libanon einen Sonderstatus, wohnen in ca. 14 Camps oder in den Umgebungen dieser Camps. Die Zahl schwankt zwischen 300.000 bis 400.000. Ganz genau wissen wir nicht, weil viele Flüchtlinge auch Palästinenser eben auch aus Syrien geflohen sind und im Libanon leben. Und die Vereinten Nationen UNRWA ist mit dem Bildungsauftrag zum Beispiel der palästinensischen Flüchtlinge mandatiert, während die syrischen Flüchtlinge vom UNHCR, vom High Commissioner for Refugees, betreut werden und vom WFP, vom Welternährungsfonds und von vielen anderen UN-Organisationen. Der syrische Flüchtling, wenn er denn einen Flüchtlingsstatus besitzt, darf im Libanon nur in drei Sektoren arbeiten, im Bau, in der Landwirtschaft und im Waste Management. Während die palästinensischen Flüchtlinge ein bisschen mehr Rechte haben, weil sie eben einfach eine andere Basissituation haben. Sie können in ca. 15 bis 20 anderen Berufen arbeiten. Das ist menschlich ein Drama. Aber die Konstellation des Libanon und der Bürgerkrieg, der quasi aus vielerlei Leuter Sicht durch die Palästinenser mit ausgelöst wurde, hat ergeben, dass die Palästinenser hier in einer Art Isolation leben, in ihren eigenen Camps, in diese palästinensischen Behörden gar nicht eintreten. Die haben eine Autonomiebehörde, regeln das Leben in den Camps unter sich. Es gibt eine eigene Infrastruktur. Das Einzige, was wir quasi mit ihnen so richtig teilen, ist die libanesische Landeswährung bzw. den Dollar. Sie haben kaum Zugänge zu diesen ganzen Sozialeinrichtungen, die der libanesische Staat anzubieten hat, weil er schon mit den Libanesen kaum hinterherkommt. Also Sie merken, das ist schon ein Kraftakt, den dieses Land mit dieser Struktur, mit dieser Bevölkerungsstruktur, mit der sie tagtäglich umgehen muss, extrem viel zu tun hat. Auf diese den Split der Religionsgemeinschaft noch mal kurz einzugehen. Es gibt einen Nationalpakt im Libanon, der vorschreibt, dass der Staatspräsident des Libanon ein maronitischer Christ sein muss. Das ist die Präsidentschaft Nummer 1. Dann gibt es die Nummer 2 im Ranking, das ist der Präsident des Parlaments. Das muss laut Nationalpakt ein muslimischer Schiit sein. Und die Präsidentschaft Nummer 3 ist der Präsident des Council of Ministers, der Premierminister. Und der muss ein muslimischer Sunnit sein. Und mit dieser Aufteilung geht man dann quasi durch alle großen Staatsposten hindurch,
bis hin, wie gesagt, zum Militär, zum Justizkörper des Staates. Ein weiteres Beispiel, der Generaldirektor, die Position des Generaldirektors beim Sozialministerium war 11 Jahre vakant, weil der Schiit, der es hätte werden sollen, erst warten musste, bis entweder ein Maronit oder ein griechisch-orthodoxer stirbt oder ein anderer Christ in Pension geht. Und deswegen, dieser Prozess hat 11 Jahre gedauert. Und so lange muss man dann immer warten, damit dieser Konfessionsschlüssel, diese 50-50-Regelung immer aufrechterhalten wird. Also, dass das nicht konstruktiv ist, das können Sie sich denken. Aber das ist quasi gesetzlich verankert und wir kommen leider nicht drum herum. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ja, in der Tat ist es häufig so, dass nicht der Kompetenteste irgendeinen Job bekommt, sondern der Kompetenteste in seiner Religionsgruppe. Ja, bestes Beispiel, wieder Generaldirektor des Sozialministeriums. Es gab 3 Top-Kandidaten für diese Position, wo wir 11 Jahre lang versucht haben, diese Leute durch eine Ausnahmeregelung an diesen Job zu bringen. Es war aber nicht möglich. So mussten wir halt 11 Jahre lang warten, bis dann die schiitische Religionsgemeinschaft oder die Vertreter der schiitischen Religionsgemeinschaft, die politischen Vertreter, dann einen Vertreter gefunden haben, einen Generaldirektor, der aus ihrer Sicht in ihrer Religionsgemeinschaft der kompetenteste ist, wenngleich da 3, 4 oder 5 oder vielleicht auch 100 andere besser gewesen wären als ich. Hier ist eine Frage jetzt noch aufgetaucht. Wo ist die Zukunft der Kinder im Libanon? Ja, schwere Frage. Wissen Sie, ich bin selber so ein Kind, ja, dass man damals gefragt hat, was ist dann deine Zukunft? Ich konnte sie wirklich nicht beantworten, als hier der Krieg ausbrach. Ich weiß nur, dass es ganz schlimm für mich war, den Libanon zu verlassen, in seiner schlimmsten Misere. Die Bomben flogen 76 über das Internat, wo wir lebten. Wir lagen quasi 3 Wochen versteckt im Keller, weil draußen Straßenkämpfe tobten. Wir hatten nichts zu essen, wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Wasser, wir hatten nichts. Und das Schlimmste, was man mir hätte damals je antun können, ist, dieses Land zu verlassen. Ja, und ich weiß noch, als ich in Deutschland ankam, die ersten 2 Jahre, das waren 2 ganz schlimme Jahre. Ich wollte nicht weg, egal wie schlimm die Situation im Libanon war. Wir wollten einfach nicht weg, wir wollten da bleiben. Und ich glaube, in dieser Situation sind die Kinder des Libanon heute wieder. Ja? Gerade in meinem Umfeld sind viele Leute gegangen. Ja? Meine Familie nicht, aber und ich weiß, dass man sich die gleiche Frage stellt wie damals Bürgerkriegszeiten 75, 76. Und meine Antwort darauf ist, die Zukunft liegt im Libanon. Die Zukunft liegt hier. Wir müssen alle miteinander, Kinder, Große, Kleine, zusammen anpacken und versuchen, das Beste draus zu machen. Weil noch mal eine Diaspora-Welle, das wäre vor allem für die Christen des Libanon eine Katastrophe. Also man sagt ja dem Libanon und vor allen Dingen den Libanesen eine unglaubliche Kraft in Sachen Resilienz nach. Und es gibt aber natürlich auch eine Wut darüber, dass man den Libanesen genau diese Kraft zur Resilienz nachsagt, weil sie selber über sich sagen, das reicht jetzt nicht mehr im Moment. Und trotzdem hast du das ja jetzt auch gerade noch mal gesagt und betont, diese Hoffnung. Und da würde ich gerne jetzt so gegen Ende auch noch mal reinschauen. Was ist deine persönliche, einmal auch eine Motivation? Du hast das zwar immer schon mal aufgezeigt, aber was ist deine persönliche Motivation, diesen Job zu machen? Und was ist auch deine persönliche Hoffnung? Also, ich habe mich bewusst für das Leben im Libanon entschieden,
Und da wird es jetzt auch ein bisschen persönlich, aber das macht nichts. Wir sind ja hier quasi unter uns. Weil ich mich in Deutschland einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen und hatte ein beschütztes Leben in Deutschland. Mein Vater hat sehr gut für uns gesorgt, Gott hab ihn selig. Und wir waren privilegiert. Wir haben in einem Außenbezirk von Berlin gewohnt, in einem Einfamilienhaus mit Garten und Garage und haben das ein deutsches, sehr behütetes, sehr beschütztes deutsches Leben geführt. Und trotzdem, trotz all dieser Geschichte, die ich in Deutschland habe, ich denke Deutsch, ich lese Deutsch, ich schreibe Deutsch, alles an mir jetzt nach außen Deutsch, kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe mich in Deutschland nicht zu Hause gefühlt. Und deswegen war der bewusste Weg zurück in den Libanon dann auch eine Entscheidung, die ich mit großer Erleichterung getroffen habe. Und wie gesagt, es kann sein, dass jetzt sofort das Licht ausgeht und wir bis nächsten Morgen keinen Strom, kein Wasser, nichts mehr haben. Aber trotzdem ist die Entscheidung gefallen, das hier ist meine Heimat und hier will ich bleiben. Und ich will helfen, dass es hier einen Neubeginn gibt, dass es einen neuen Libanon gibt, weg von diesem sektiererischen System, weg von diesem Mafiasystem, weg von all diesen Strukturen, die es in der Vergangenheit zu Kriegen und Korruption und Destruktion geführt hat, in einen neuen Libanon mit einer Perspektive, dass wir eines Tages in Frieden mit unseren Nachbarn leben können. Da will ich gerne mithelfen, dass das eines Tages passiert. Für mich und für meine Familie und vor allem für meine Kinder. Wir haben ja im Vorgespräch auch einiges schon mal gesagt über deinen persönlichen Hintergrund auch. Du bist selber auch als Christ erzogen worden. Und das ist auch durchaus etwas, was dich und jetzt uns auch im Interesse am Libanon verbindet. Was müssen wir als Christinnen und Christen in Deutschland über den Libanon wissen, auch um den Libanon zu unterstützen, also auch in unserer christlichen, im Miteinander, in der Solidarität miteinander? Ich hatte vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Gespräch mit einem französischen Priester, mit einem katholischen Priester, der mir eine ähnliche Frage gestellt hat. Und die Antwort ist relativ einfach. Wenn man das aus einer rein christlichen, und lassen Sie mich da ruhig ein bisschen religiös werden, aus dieser rein christlichen Sicht auf den Libanon schauen, Libanon ist praktisch heiliges Land. Ja? Jesus Christus ist hier vor meiner Haustür vorbeigelaufen. Ja? Der heilige Peter hat keine 500 Meter von mir sich hier in einer Höhle versteckt. Es gibt, der Libanon wird in der Bibel, glaube ich, 200 Mal benannt, die Zedern des Libanon. Kana, das berühmte, wo Jesus Wasser in Wein umwandelt, das ist im Südlibanon. Das ist hier ein heiliges Gebiet. Und wenn der Libanon als das einzig christlich regierte Land im gesamten Nahen Osten in sich zusammenbricht, dann ist das eine Form von Ausradierung der Christen in der ganzen Region. Und wie sowas aussieht, haben wir gesehen im Irak. Von ursprünglich 2 Millionen Christen gibt es nur noch 100 bis 200.000. Haben wir in Syrien gesehen, dort ist die Zahl der Christen auf ein absolutes Minimum heruntergefallen. Und wenn dann dieses Konstrukt Libanon als christliche, als Koexistenz, als Message der christlich-muslimischen Koexistenz wegbricht, dann ist das eine Katastrophe für die gesamte Region. Und nicht nur für den Libanon.